Der Hackertruhr-Fan-Talk nach dem Unentschieden gegen Wien Wiesbaden. Quirin Moll ist bei uns. Quirin, verrücktes Spiel. Die haben es euch schwerer gemacht, als ihr gedacht habt, oder? Ja, absolut. Das ist natürlich ein Abnutzungskampf in der englischen Woche jetzt gewesen. Wir haben es bisher gut gemacht. Jetzt haben wir in der ersten Halbzeit ein Tor gefangen nach einem Standard. Das tut uns natürlich nicht gut in so einem Spiel. Da musst du hinterherlaufen. Ich denke, wir haben es trotzdem ganz gut gemacht. Dann fangen wir noch ein Tor. Und dann finde ich es gut, dass wir Moral bewiesen haben und super zurückgekommen sind. Ihr bietet den Fans momentan unfassbare Fußballspiele. 0-2 führen die auswärts, nehmen jetzt in Anführungszeichen die Wiesbadener nur einen Punkt mit nach Hause. Ich habe mir auch gedacht, wo nehmt ihr diese Moral her nach 0-2? Denn dann, es war, die Füße werden ja auch irgendwann mal schwer, aber es war trotzdem in keiner Minute nicht zu sehen, dass ihr nicht noch dran geglaubt habt und Bock hattet, das Ding hier noch zu drehen. Ja. Ja, wie gesagt, das sieht man, dass jeder für den anderen rennt, jeder hinterherläuft, jeder will dem anderen seinen Fehler dann wieder ausbügeln. Das war heute, wie gesagt, echt schwer, dann jeder Meter hat wehgetan, aber man hat gesehen, jeder will drüber gehen über den Schmerz. Wir hätten es gerne nicht so spannend gemacht, aber ist heute eben so gewesen und ich bin froh, dass wir die englische Woche oder die Woche jetzt so abgeschlossen haben und nicht verloren haben. Quirin, ein Wort noch zum Kleinen, der Auszubildende, der 17-jährige Lorenz Knöferl macht das Ding großartig. Der war schwieriger als der, den er letzte Woche nicht gemacht hat. Ja, das stimmt allerdings. Freut mich für ihn, dass es sich hier gelohnt hat. Er hat dann, glaube ich, noch so richtig gejubelt. Ich habe dann lieber den Ball rausgeholt. Ich wollte noch ein Tor machen, aber freut mich natürlich für ihn. Quirin, jetzt ist Winterpause für euch. Wie verbringst du die freien Tage? Es sind nicht viele bis zum 27. Da geht es schon wieder los mit dem Training. Ja, ist natürlich eine kurze Zeit. Jetzt auch in dieser Zeit jetzt mal einfach nur zu Hause mit der Familie ganz ruhig genießen. Wünsche dir frohe Weihnachten im Namen von allen Fans. Das war der Hackertruhr-Fan-Talk nach dem Wien-Wiesbaden-Spiel. Einen nächsten gibt es nach dem Heimspiel gegen Ingolstadt. Schöne Weihnachten.